War das die Zeit, in der dein Account gehackt wurde? Jo! Ja gut, ich wollte einfach mal gucken, wie der so reagiert. Und ich kenne ja die ganzen Security-Systeme von Steam hinten drin. Mhm. Oh ja, dann habe ich ihm halt mal den Login-Code gegeben und geguckt, was passiert. Und dann war's gehackt. Bei mir hat's mal eine Wurst. Er hatte genau eine Sekunde Zugriff auf mein Konto. Mhm. Danach habe ich auch den schönen kleinen Link geschickt, der sagt: Kontosperren. Sicherheitssperrung durchführen. Und dann habe ich mal geguckt, was sagt er jetzt? Warum hat er denn jetzt den Namen schon direkt geändert? Ich habe ja keine Wertgegenstände in dem Account und Spiele kriegt er nicht raus, also was will er damit machen? Ja, er könnte sich höchstens irgendein Spiel runterladen von dir. Oder was in deinem Namen kaufen, wovon du profitieren wirst, weil du da nicht zahlst. Ja eben. Hat er rumgeheult, so, wenn du dich freigibst, dann wird dein Account gebannt. Und du hast einfach geschrieben, ich habe den gerade selber bannen lassen, bis du die Daten geändert sind. Ja. Ich habe dann gefragt, wie viel man als Scammer eigentlich so verdient und dann hat er nicht mehr geantwortet. Ja, aber lustig gewesen, wenn er dir einfach ehrlich geantwortet hätte. Mal ernsthaft, das hätte mich interessiert. Ja, mich würde es auch interessieren. 100er in der Woche ist bestimmt drin. Das Ganze war zu professionalisiert durchgelaufen und den Scam habe ich auch schon zu oft an anderen Stellen gesehen, als dass das nur eine einzelne Person ist, die das so macht. Ich vermute mal, da ist eine Firma hinten dran. Mhm. Bei mir hat mal irgendeine Russe versucht, sich in den Account zu hacken. Mhm. Ich habe dann das Passwort geändert, das ist jetzt etwa ein halbes Buch lang. Ich denke, da kommt keiner mehr ran. Sehr schön. Mein Passwort ist, glaube ich, 16 Zeichen. Aber wie loggst du dich dann selbst ein? Indem ich es mir aufgeschrieben habe, physisch, der Zettel liegt hier. Also machst du jedes Mal, wenn du dich dort einloggst, schreibst du ein ganzes Buch dort dran. Ja. Deshalb habe ich es auch nicht mehr mit GOG verlinkt. Dann dauert es doch eine halbe Stunde, bis du da angemeldet bist. Deshalb melde ich mich auch normalerweise nicht an und deshalb versuche ich jedes Update zu vermeiden. Na gut, ich bin momentan so wie die deutsche Regierung gerade mit Staatstrojaner wohl dreht, bin ich gerade am Überlegen, mein E-Mail-Postfach aus der EU zu entfernen. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ich bin gerade so am gucken, was es so an E-Mail-Diensten gibt. Proton Mail aus der Schweiz wäre eine Idee. Aber ein halbwegs gutes Virenprogramm hilft doch gegen den Staatstrojaner, oder? Nein. Nein, weil das ist ja was Legales. Wenn die einen Staatstrojaner installieren, das kriegst du erstens nicht mit und zweitens kommt er nicht weg. Den müsste doch der Virenschutz anzeigen, oder? Wenn der installiert wird. Nein! Woher soll der Virenschutz den kennen? Das ist ein hochspezifischer Virus. Das ist ja keiner, der sich einfach nur von Postfach auf jedem PC verlinkt. Wenn die Hersteller des Virenschutzes nicht selbst an den Code rankommen von einem Virus, können sie nichts dagegen unternehmen. Und können diesen Virus nicht erkennen. Dann müsste irgendjemand mal den rausfinden. Das wird er verändert. Wobei, wird er sowieso. Würde mich wundern, wenn er nicht sowieso jeden Tag mindestens dreimal geändert wird. Scheiße, ist ja hochspezifisch. Der wird nur auf, weil es soll ja nur bei Verdachtspersonen dann auf dem PC. Ja. Also bei jedem. Wobei die auch noch hohl dreht im Thema, dass sie Verschlüsselung verbieten wollen und so ein Schwachsinn. Ja, das ist auch wieder eine Sache, wo ich mir denke,
Wer oder was hat euch eigentlich ins Hirn geschissen und wie kriegt man das da wieder raus? Hm. Das ist... Danke für die Karotte. Was? Oh, ich kann jetzt orangen Farbstoff herstellen, Mensch. Ja. Die gute. Die gute alte CDU. Das ist eine Tulpe. Die Wette hat gerade nicht angesagt, ich habe nur orange gesehen. Hm. Ich meine, ich kann sie auch essen. Ach ja, Mordi, die gute alte CDU, die immer sich für unsere Rechte einsetzt. Ja, aber halt ja, die auch nur für die Rechte. Rechte einsetzt, ganz genau. Hm. Die sich für die Rechten einsetzt. Darauf wollte ich hinaus. Hui, jetzt stehe ich auf einem Baum, bei Zwergi auf dem Dach. Lalali, lalalo. Und was machst du da? Steh. Na dann, viel Spaß. Hui. Das ist Bücherregal. Ich sehe gerade DLCs für Watch Dogs Legion. Ich brauche Holz. Stimmt, dieses Spiel existiert, da war was. Das Spiel, zu dem du noch ein Video hochladen wolltest, Modi. Ja, das wird nie wiederkommen, aber ich mag das Spiel prinzipiell. Man kann endlich die Frisuren anpassen. Jetzt wirst du doch keine Videos hochladen. Nee. Immer wieder. Wozu denn? Sinn hat's doch eh nicht. Bärenbusch. Ich habe jetzt auch Bären an meinem Haus. So. Ich habe heute endlich mal eine vernünftige Lampe an meinem Schreibtisch installiert. Und oh, es ist ein Unterschied. Oh, es ist einfach eine Schee. Das sollte Modi auch mal machen, so dunkel wie es bei ihm ist. Einfach eine schöne LED. Ich habe einfach so eine LED-Lampe mir bestellt für 12 Euro bei eBay. So, mit Schwanenhals kannst du dann ans Regal klemmen oder an den Schreibtisch selbst und ist über USB. Das sind genau zwei Regale gemeint. Das ist doch, ich bin mir relativ sicher, ich habe genau dieselbe hier auch stehen. Das ist doch frustrierend, ich habe zwei Regale. Am Kabel so eine kleine Halterung, ja. So einen kleinen Schalter mit 4 Knöpfen. Mhm. Für Helligkeit hoch, runter, Strom an, aus und warm und kalte Lichtfarbe. Ja, genau so eine hatte ich auch mal. Tja. Ja, ich finde sie klasse. Ja, ich habe jetzt auf dieses Ringlicht gewechselt, was ich einmal im Jahr benutzen werde, aber... Ja, ja gut, mir ging es auf den Sack, dass mein Schreibtisch immer so dunkel ist und ein bisschen Licht nebenher kann nicht schaden. Gerade auch, wenn ich auf diesem Schreibtisch auch mal was bastel oder so. Ja, da habe ich den Vorhang angeht. Meiner ist halt direkt neben dem Fenster, wenn ich den Vorhang aufziehe, habe ich Sonnenlicht. Immer. Das hilft mir nicht, da ich sehr viel in der Nacht arbeite. Ja. Sehr viel an Bullshit entsteht bei mir nachts um 2:30. Aha. So wie jeder Bullshit normalerweise. Ja. So ging der Zweite Weltkrieg los. Nachts um 2:30. Da kam Hitler auf die Idee. Um 6 Uhr wird zurückgeschossen. In 3 Stunden. Wenn ich ausgeschlafen habe. Genau. So ging das los. Ja. Ich leg mich nur kurz schlafen. 3 Stunden schlafen müssen reichen. Wo ist mein Bücherregal hin? Achso, hier ist mein Bücherregal hin. Ich muss mir echt mal Optifine installieren, jetzt wo ich einen richtig schönen Monitor hier stehen habe. Jetzt bin ich mal gespannt, Ubisoft geht los. Mhm. Ich hab nicht mehr genug Holz. Wenn da irgendwo ein Rabbids DLC dabei ist. Ich hoffe, sie machen Rabbids DLC für Watch Dogs. Ein was DLC? DLC für Assassin's Creed! Ein was DLC? Fucking Rabbids DLC. Ich sehe es gerade nicht. Vielleicht haben wir Glück und es kommt endlich ein neues Rayman. Hm.
Schön. Ich habe hier absolut keine Ahnung. King Rabbids, ich komme schon nicht drauf klar, dass es ein fucking Uno-DLC dafür gibt. Ja. Was sind Rabbids? Sei froh, dass du es nicht weißt. Die Rabbids, die bei Mario? Ja, die auch. Da waren sie mit drin, ja. Ja. Die bei Mario, hier Mario und Rabbids-Dingens. Die sind quasi die Minions von Ubisoft. Ja. Die kenne ich. Ja, es genau die. Wusstet ihr, dass es eine Minions-Torte gibt? Natürlich gibt's die. Ich weiß, dass es eine Benjamin-Blümchen-Torte gibt. Ich glaube, zum 25. hole ich mir eine Benjamin-Blümchen-Torte. Warum? Warum nicht? Ich hatte noch nie eine. Und das klingt irgendwie passend. Einfach mal das zum Geburtstag eine Benjamin-Blümchen-Torte. Irgendwann mal ein und ich weiß, dass die richtig scheiße war. So gut schmeckt sie nicht. Sie schmeckt auch nicht sonderlich schlecht, aber... Ja. Besonders gut schmeckt sie auch nicht. Doch, mal probieren. Ich hol mir irgendwann diese verdammte Minions-Torte. Okay, jetzt brauche ich nur Zuckerrohr wieder. Schmeckt halt nach Zucker, das ist halt einfach. Ist halt ich erinnere mich aber noch dran, wie Gonk so für 10 Minuten die Benjamin-Blümchen-Torte gerantet hat. Das war ein lustiges Video. Mir läuft gerade Klaviergeplimper im Hintergrund. Ah, Klassik also. Nee, bei mir tatsächlich gerade. Kürbis Epic Rian, ja, was sonst? Ich wackel mit meiner Laterne. Ein Schüsschen, dann regnet es Staub. Aha. Mein Licht geht an, du stehst in Flammen. Der Funke ist übergesprungen. Es singt der Chor am Kanonenrohr. Rabimmel, Rabammel, Kaboom. Ich kenne die Version tatsächlich irgendwoher. Mr. Hurley und die Pulveraffen. Kaboom. Vom neuesten Album. Ich kannte es aber davor direkt auch direkt von meinem Namen. Irgendwoher. Der Song ist jetzt... Ach du Scheiße. Wann genau kam das raus? Gib mir die Daten. Die Daten. Jemand... Das ist Pokémon, oder? Tatsache. Pokémon erkennst du? Immer. Das ist Pokémon Gelb, glaube ich, oder? Ja. Pokémon Silber. Acoustic City. Snowwood City. Okay. Ach ja, Mr. Hurley und die Pulveraffen. Ich find's immer noch witzig, dass die gesamte Band Geschwister sind. Kommt vor. Ja, vier Leute. Die einfach aus Scheiß irgendwelche bekloppte Piratenmusik machen. Und damit irgendwie sollen geschafft haben, auch noch berühmt zu werden. Sollen sie machen. Es kommt ein neues Rainbow Six mit Zombies raus. Aha. Warum? Wenn ich diesen Part hier hochlande, ist die E3 schon längst vorbei. Aber auch gut. Das ist doch mir scheißegal, ist doch dein Content. Aber ist trotzdem interessant. Hoffentlich. Das musst du wissen. Ich guck deine Videos nicht, von daher. Ich weiß. Ich guck sie manchmal. Ich gucke aber auch generell kaum noch Videos. Ja. Hab ja nicht mal mehr die YouTube-App auf dem Handy. Und machen auch nicht. Du machst keine Videos, du guckst keine Videos. Perfekt. Ja.
perfectly balanced, like all things should be. Das ist ein mühseliges Unterfangen. Ich brauche Futter. Das mit den Bücherregalen ist ja nun ein mühseliges Unterfangen. Ich wollte mal nachgucken, ob ich Lapislazuli drüben in der Hütte habe. Ich hoffe, ich habe was für dich. Was denn? Wow. Wow. Wahre Magie. Ich hab die wahre Magie geschenkt. Wahres Magie. Ne, 4 Diamanten habe ich noch. Okay, Lapislazuli. Was mache ich denn mit den 4 Diamanten? Schuhe. Harnisch kann man nicht mitmachen. Du kannst Schuhe daraus machen. Ein Diamantschwert kann ich daraus machen. Und eine Spitzhacke. Soll ich eine Spitzhacke draus machen? Also soll ich ein Schwert draus machen? Diamantschwert? Ich sag Diamantschuhe, die sind das nützlichste überhaupt. Wäre ich nicht für. Dann kann ich mir noch einen Musikplattenspieler hier, einen Plattenspieler draus machen. Irgendwann kriegen wir vielleicht Platten und dann können wir sie damit spielen. Dann habe ich nicht genügend, um mir einen Diamantblock draus zu machen. Und will ich mir einfach einen Diamanten. Einfach mal für einen Flex, einfach mal Diamanten in die Hütte stellen. Du hast dein Haus aus Diamantblöcken. Das wäre ein bisschen viel. Und roten Block, da habe ich ja genügend. Roten Block sind relativ leicht zu machen. Und Webstuhl. Mhm. Wofür ist ein Webstuhl nochmal gut? Für Banner. Okay. Übrigens, es sind Aliens und keine Zombies im neuen Rainbow Six. Block. Aha. Ich meine, das macht es nicht interessanter, aber... Bannervorlage habe ich hier, die ich erstellen kann. Notblock. Notenblock. Jetzt habe ich 2 Notenblöcke. Kann man die wieder abbauen, wenn man sie platziert hat? Ja. Es macht ja Sinn. Die machen nur dumpf. Die machen gar keine Musik, die Notenblöcke. Hat auch niemand behauptet. Das ist ja sinnlos. Ja. Die bewerten nur deine Tests. Ich habe hab das Pferd vom Balkon geschmissen, während es noch an der Leine hing. Oh nein, das ist erhängt. Das bounced jetzt unter dem Balkon rum. Lass es hängen. Ah, shit. Übrigens, es war super schwer, das Pferd überhaupt da hochzukriegen. Ach, echt? Sebastian, als wäre die Hitbox größer als ein Block. Mode 4 aus der Soße. Dafür.
großes Fass immerhin wieder zusammengebaut, von daher. Ja, du hast es ja mit einer Treppe dann hochgebracht, oder? Ja, am Ende, als ich gemerkt habe, scheiße, ich muss das halbe Haus auseinandernehmen. Hast dann eine Erdtreppe draus gemacht? Ja. Ja, jetzt habe ich ein bouncendes Pferd. Das ist ein aufgehängtes Pferd an deinem Haus. Auch schön. Ja, der Selbstmord hat wohl nicht ganz so gut funktioniert. Kann man unten vielleicht noch einen Block Wasser machen, sodass es immer reindippt? So weit runter kommt es nicht. Guck's mir mal eben an. Kann man noch mit Blut irgendwas in die Wand schmieren, damit es irgendwie authentisch aussieht? Du könntest mit Redstone was an die Wand schmieren. Sieht aber aus, als hätte es Spaß. Au, es bringt dich gerade hoch. Es rächt sich. Ich habe die Kopfschmerzapparatur erfunden. Schade, dass ich das nicht sehe. Du kannst mal kurz herkommen. Nee, ich will gerade noch einen Plattenspieler machen. Sonst kann man nicht mal wegrennen. Plattenspieler. Und ich mache jetzt ein Diamantschwert. So, Diamantschwert. Eine Rüstungsständer wollte ich noch machen. Wie macht man denn Rüstungsständer? Ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung. Boah, wenn ich das noch wüsste. Ich meine mit glatten Steinstufen unten. Also so Half-Steps. Er bouncet das Pferd. Und irgendwie mit Sticks. Und was dann hier die Kopfschmerzenmaschine? Das. Du dich draufsetzt. Ui. Ja. Oh. Flying is not enabled on this server. Das Pferd ist weg. Was? Das Pferd ist weg. Jetzt ist das Pferd gestorben. Ups. Wir können ein anderes hochbringen. Das war gut. Also ich sag mal so, ich glaube, ich hole mir mal eine Leine und baue mir mal eins hierher. Das Pferd wurde mit mir gekickt, weil es in meinen Metadaten verbunden war. Und als ich wieder reingeschleudert bin, hat das so viel Speed im Endeffekt aufgebaut, dass es gereicht hat, um vom Fall Damage zu sterben. Also im Grunde könnte man sagen, du hast das Pferd aus der Existenz geballert. Ja. Jetzt habe ich eine Leine. Wie macht man denn jetzt Rüstungsständer? Das ist... Moment, gib mir mal die Leine rüber. Ich baue mir einfach so eine Maschine hier hin. Ich habe genug Platz. Rüstungsständer. So ein Bullshit. Lying is not enabled on this server. Glatte Steinstufe und Sticks. Ja, hat mich halt echt kalt erwischt. Oh, hallo Biene. Wie macht man glatten Stein? Stein brennen. Okay, verwunderlicherweise habe ich keinen Ofen in der Hütte. Ich habe welche. Ich habe viele. Wir haben auch in der Mine welche. Ich muss mir einen Ofen in die Hütte stellen. Mach dir am besten einen Smoker, einen Schmelzofen und einen normalen. Ich brauche erstmal nur einen Ofen. Die Leine in eine deiner Kisten geschmissen. Perfekt. Mache ich hier kurz die Fläche fertig, dann hole ich mir einfach ein Pferd. So ein Bullshit. So. Sticks und Steine habe ich ja noch genug. So brennen soll es. Brennen soll es. Brennen.
schon wieder komplett vergessen gehabt, wie geil diese Stangen aussehen. Ich hab gerade noch auf dem Schreibtisch hier eine Plexiglasstange gefunden. Warum? Habe ich noch 40 Meter von. 40 Meter? Die Dinger, wenn du sie an einer Seite mit einer LED beleuchtest, fängt die gesamte Stange an hell zu leuchten. Das wusste ich gar nicht. Nee, das ist auch ein spezielles Plexiglas. Ah, welches? Plexiglas Entelighten. Ah. Stufe. Ich hab's damals halt gnadenlos ausgenutzt, dass ich halt bei Evonik angestellt war, an sprichwörtlich dem Standort, der Plexiglas erfunden hat. Okay. Ja, da warst du angestellt? Echt? Ja! Evonik! Ah, wusste ich gar nicht. Da beziehen wir auch das meiste her. Hurra. Ja gut, jetzt ist es nicht mehr Evonik. Plexiglas wurde komplett ausgegliedert. Und ist jetzt eine eigene Firma, die zur Adventgruppe gehört. Und heißt wieder Röhm. Aha. Oh, und das Rezept verfügbar. Jetzt kann ich mir so... Aber damals hatte ich halt den Vorteil, als Mitarbeiter dieses Standorts hatte ich einen Anspruch auf einen Mitarbeiterrabatt von 70%. Das ist nicht schlecht. Ich habe noch so einiges an Plexiglas rumliegen. Darunter halt auch 40 Meter Plexiglas-Endleitenstäbe, damit die mit dem Heißluftföhn halt sich zurecht, beliebig zurechtformen kann. Kann man damit schon recht geile Sachen machen. Okay, das klingt wirklich nicht schlecht. Ich muss damit echt mal mehr Kram basteln. Ich muss doch mal gucken, wo ich das zum Beispiel in Fursuits oder so verbauen kann. Okay, so funktioniert das nicht. Wie mache ich denn jetzt eine glatte Steinstufe draus? Haben Sie eine Steinstufe? Also wenn ich das ganze Ding beleuchte, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen was Cooles bei rauskommen kann. Ich hatte damit auch schon ein paar Sachen gebastelt. Also ich hatte zum Beispiel das Zeichen von den Heiligtümern des Todes habe ich damit zum Beispiel gebastelt. Okay. Sah saugeil aus. Und das Ganze natürlich auch mit individuell adressierbaren RGB-LEDs. Mhm. Okay, jeder Teil hat anders geleuchtet. Wie zum Henker mache ich eine glatte Stufe. Du musst Stein erstmal in den Bruchstein in den Ofen packen. Habe ich ja schon gemacht. Und dann den Stein nochmal in den Ofen. Was? Ach so. Das ist mir neu. Ich habe jetzt eine Steinstufe. Echt? Das wusste ich nicht. Zu meiner Zeit, da war das noch anders. Okay. Probiere ich doch mal ein bisschen rum. Probieren wir es mal. Ah, okay. Achso, eine Steinstufe kann ich offensichtlich nicht mehr brennen. Nee. Okay, gut, den Block kenne ich noch nicht. Kennst du Smoothstone noch nicht? Er ist doch schon ewig da. Smoothstone an sich? Nein. Es gab nur die Halbsteine davon. Die gab's vorher, aber als ganzen Block? Nö, kenne ich noch nicht. Interessant. Ich habe schon so einiges gebaut. Hier glaube ich auch. Und das ist Pokémon Mystery Dungeon. So, ich mach das Ding mal 7 Blöcke hoch. Guck mal, Mystery Dungeon kann man generell sehr gut verwenden. 3. Ein glatter Stein, sehr schön. Oh nee, aber der Song, bei dem du meintest, du kennst den, das Album ist erst dieses Jahr rausgekommen, vor 3 Monaten. Ah. Tja. Haben die das wahrscheinlich irgendwo geklaut. Würde mich wundern. Cover-Songs machen sie schon seit 6 Alben nicht mehr. Tja, Plagiat. Was hast du, einen Anfall? Oder? Was war das gerade? Suche finde ich gerade nur Hurley-Gedöns. Rüstungsgeständer. So, haben wir irgendwo hier Pferde? Haben wir hier irgendwo? Ja, dort drüben hinterm Sumpf.
Moment, können wir erstmal kurz schlafen gehen? Ja, sehr gerne. Aber vorher hast du diese Smoothstone-Stufen, die hast du vorher einfach bekommen, wenn du normalen glatten Stein halt zu Stufen gemacht hast. Also ich bin im Bett. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bett. Ich bin im Bett. Und ich habe einen Trader vor der Tür. Nice.